Hallo und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays. Und es geht weiter mit VR-Games, beziehungsweise fange ich damit jetzt richtig an. In der letzten Folge habe ich euch Farlands gezeigt und ich will auch gleich weiterspielen, beziehungsweise weitermachen. Und da will ich euch als nächstes ein neues Feature zeigen, weg vom Oculus Store hin zum Steam Store, beziehungsweise die Möglichkeiten, die ich durch den Steam Store habe. Und zwar, wie ihr sehen könnt, ich bin in Hearthstone drin. Warum das? Weil ich euch etwas zeigen will. Aber warte, irgendwas. Ah, jetzt geht's. Genau, ihr seht, ich habe den Controller in der Hand und kann damit interagieren und kann komplett Hearthstone spielen auf einem riesengroßen Bildschirm. Ich seht, ich habe den Greenscreen im Hintergrund, ich kann jetzt nicht so weit nach hinten gehen, aber ja, es ist halt komplett auf einem, auf einer Breite, auf einem Sichtfeld. Genau, und damit könnte ich jetzt Hearthstone spielen. Hab hier quasi durch den Controller die Unterstützung der Maus. Und ja, das soll es auch erstmal zu Hearthstone gewesen sein. Ich wollte euch nur die Möglichkeiten zeigen. Genau, jetzt bin ich nämlich auf meinem Desktop. Hier oben sieht man meinen zweiten Monitor, finde ich auch ziemlich cool. Wo ich gerade OBS laufen habe. Und genau, hier unten ist im Hintergrund offen die Steam VR. Und das ist noch von der letzten Aufnahme, die verkackt war. Die Steam VR. So, nochmal hier drücken. Na gut. Nein, das war das Oculus-Menü. Das Menü wollte ich doch. Zum Startpunkt. Genau, das ist hier dieser Startpunkt. Das ist nämlich der Home-Bereich. Kurz gucken. Ja, man sieht es noch sehr gut. Vorhin war nämlich irgendwie was nicht sichtbar in der Aufnahme. Das ist diese Homezone, die man bei Steam VR hat. Ba-bam, kann ich hier meinen Monitor anmachen, dann sieht man allerlei Dinge, auf die ich gleich eingehen werde. Und hier in dieser Homezone kann ich mich umher bewegen, kann die Aussicht genießen und meinen stressigen Arbeitsalltag vergessen, die Beine baumeln. Und genau, ach, hier war auch gerade was, genau, überall da, wo diese Punkte hier sind, gibt es irgendwelche Monitor mit, ah, Gartenvoreinstellungen, den kenne ich noch gar nicht. So, jetzt haben wir hier. Gehst weg. Das wollte ich nicht. Okay, hier kann ich ein Objekt bauen. Oder wegmachen. So, was haben wir noch? Da war, glaube ich, nur das Menü, das einmal erklärt wird. Ja, nee, hier könnte man den Sitz, die Inneneinrichtung verändern. Und ich glaube, mehr gab es doch gar nicht. Nur die Beine, obwohl da ist noch ein Punkt, aber ich glaube, das ist nur so zum Hinstellen. Um wahrscheinlich das Ding zu betrachten, was man hier gebaut hat. Ja. Egal, dieser Raum ist primär eigentlich nur dazu gedacht, um erstmal einen Startpunkt zu haben, von dem man uns loslegt. Man hat in den meisten der Räume dann diese Tafel, auf der man sieht, zum Beispiel irgendwelche Räume, die man selber hosten will, oder kann ich hier scrollen? Bestimmt irgendwie, ich weiß gerade noch nicht wie. Sieht die letzten Steam-Apps, die man gespielt hat. Sieht Freunde, die online sind. Und dann hat man hier die Umgebungen. Screenshots, Artworks, kann man sich alles angucken. Genau, und bei diesen Umgebungen gibt es allerlei Dinge. Das, wo ich jetzt gerade drinne bin, ist auch eine Umgebung. Blub, öffnet sich ein Raum, den ich jetzt hosten kann, beziehungsweise auch im Singleplayer spielen kann. Ja, jetzt sieht man was. Genau. Alle, die die Zelda kennen, kennen natürlich Ocarina of Time. Ich bin gerade hier im Kokiri-Dorf, kann mich hier hin und her bewegen. Da vorne ist auch wieder der Monitor, von dem ich erzählt habe. Oh, da oben kommt man hin. Ah. Egal. Hinter der Leiter. Genau, das Dorf ist leer, aber es ist trotzdem cool. Man kann hier wohl mit Freunden sich drin treffen, hier rumlaufen. Es gibt ein Menü mit B auf dem Controller hier. Und kann hier mit Gegenständen interagieren, kann sein Avatar verändern, das sind hier diese Köpfe. Ja, kann sich richtige Hände machen, wenn man wollte, die Farben verändern von seinem Avatar, Deko, rummalen und mit seinen Freunden hier rumlaufen und Spaß haben. Genau. Man hört im Hintergrund, es ist sogar Musik da, das finde ich ziemlich cool. Und das sind alles, soweit ich das mitgekriegt habe, Community-Karten. Wo waren jetzt meine anderen? Ach da, Umgebungen. Und jetzt könnte man, ich könnte zum Beispiel auch mal ab auf die Erde zurück zum Stargate Center, zum SGU, zu nah an die Wand.
zum SG-1-Team oder zum Beispiel auf die Thousand Sunny von One Piece. Jetzt bin ich genau rein. Genau. Das sind aber, weiß ich nicht, das sind jetzt natürlich keine Spiele, man kann jetzt hier nur rumlaufen, beziehungsweise es ist ein, ich sag mal, zum Abhängen ist es cool, um mit seinen Freunden irgendwie sich zu treffen und zu chillen und zu quatschen oder so. So, da will ich raus. So, als nächstes drücke ich auf dem anderen Controller wieder den Steam-Button. Nicht den Steam-Button, den Menü-Knopf und komme dann in dieses Steam-Menü, weil wenn ich rechts drücke, komme ich in das Menü von der Oculus. Aber die Steam-VR greift ja jetzt quasi die Signale von der App ab. Und von den Geräten ab und genau, jetzt bin ich wieder in meiner Homezone. So, hier habe ich die Möglichkeit, auf den Desktop zuzugreifen. Ich habe hier oben, kann ich auf den Ordner doppelklicken? Geht nicht. Aber ich sehe halt zumindest meine Monitore und alles, was auf dem Desktop sichtbar ist. So, hier, wenn ich auf Steam drücke, komme ich in meinen Spieleordner, worüber ich auch Hearthstone gestartet habe. Und könnte jetzt jedes weitere Spiel starten. Ich versuche einfach mal. Machen wir mal Isaac. Ich habe einen neuen Computer, deswegen ist hier auch noch nicht so viel raus. So, bei Isaac bin ich hier in diesem Kinozimmer, was ich ziemlich cool finde. Das hatte ich vorhin auch schon. Und jetzt habe ich hier drin auch Bild. Ich weiß nicht, warum es vorher nicht Isaac geklappt and hat. his mother. Lived alone in a Okay. small house on a hill. Das scheint nicht mit dem Dings zu gehen, da Isaac muss kept ich to mit Controller himself, spielen, der sich, glaube drawing ich, pictures ausgeschaltet and hat. playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. So, hat geklappt. So, hier unten kann ich noch ein paar Settings machen. Ich kann die Bildschirmgröße verändern. Dazu muss ich hingucken. Ah, einfach nur hingucken und dann macht das in dem Fall größer. Man sieht sogar, wo die Freunde irgendwie online kommen, ist ja witzig. So, ich glaube, könnte vielleicht sogar schon zu groß sein, um das alles in einem Bild zu haben. Machen wir mal das zweite. Das ist doch perfekt. Hier kann ich sagen, Recenter. Okay, das ist dann zum Ausrichten da. Und da Shape ist Normal Mode oder halt Curved. So, aber mit den Chucks kann ich jetzt hier scheinbar nicht spielen. Ich muss tatsächlich mit dem Xbox-Controller spielen, was aber nicht schlimm ist, weil man ist ja die Steuerung vom Xbox-Controller auch aus gewohnt. Und ehrlich gesagt ist das ziemlich cool so. Weil meistens hatte ich das Problem, ich wollte Isaac immer nicht im Vollbildmodus spielen. So, jetzt habe ich gar nicht gelesen, was ich gerade bekommen habe. Oh, auf jeden Fall mache ich Schaden. Hui, sehr gut. Na, dann komm mal her, vielleicht ist hier auch noch was. Tadam. Kartenmimik. Kann ich wahrscheinlich eine Karte kopieren. Na gut, das zu Isaac. So, wo lande ich jetzt, wenn ich einfach aus dem Spiel rausgehe? Immer wieder im Home-Modus. Sehr gut. Was ich auch noch gesehen habe und ziemlich cool fand, ist Folgendes. Also das sind jetzt alles die Möglichkeiten über die Steam-App. Über die Oculus-App habe ich ja nur die Chance, Spiele zu spielen, die im Oculus Store sind, so wie ich das mitgekriegt habe. Außer ich lade mir da eine wie so eine Art Virtual Desktop-App, mit der ich dann wiederum wahrscheinlich Zugriff auf den Desktop und Spiele, Maus und sonst was habe. So, hier kann ich über die Steam-App A entweder in dieser Steam-Home-Umgebung chillen, mit Freunden quatschen oder sonst was machen, Musik hören. Kann über den Steam-Button hier Zugriff auf alle möglichen Sachen, die es im Steam Store halt gibt, mir anschauen, gucken, spielen. Ich habe jetzt erstmal nur die gemacht, die ich installiert habe. Genau. Und über Desktop habe ich Zugriff auf meinen Desktop. So, aber die App kann noch mehr. Dazu muss ich aber mal kurz auf den Desktop gehen. Und zwar Steam VR. Wo ist jetzt dieser Button? Da ist der Button. Sieht man den? Jetzt sieht man ihn. Warte mal, die packe ich mal zur Seite.
Da bin ich irgendwo drauf gekommen. So, wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. So, und zwar kann ich hier über SteamVR, das ist jetzt das Wiedergabefenster, was ihr da oben seht, aber über SteamVR kann ich auch hier den Media Player benutzen, und der ist auch ziemlich cool, weil in diesem Media Player kann ich auf meine Festplatten zugreifen und kann sowohl Videos abspielen als auch Fotos mir anschauen. Zum Beispiel mal ganz einfach. Okay, da war ich gerade auf der Gamescom. Kann ich mir angucken. Kann ich ja mal so lassen. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, ich könnte es so left-right machen, wenn ich immer nicht drücke. Okay, das sieht man natürlich nicht. Das wäre jetzt wirklich für die, die das Cardboard oder so benutzen. Oder Anaglyph für die, die... Genau. Ich lasse aber mal Mono, das sieht am besten aus. Hier könnte ich die Size noch ändern. Wow! Jetzt erkennt man mich auch besser. Boah, ist das auch schon wieder Jahre her. Hier kann ich auch sagen 360. Dann... das sieht komisch aus. Dann macht er mir daraus ein 360-Grad-Bild, auch wenn das hier theoretisch eine 180 Grad sein können, die er... Wow, das war jetzt gerade schwindelig. Die er damit ab... Ach nee, das waren 180 und da macht er 360. Jetzt kann ich mich einmal um mich selbst herumdrehen. Und hab da die Schnittkante. Oder Fischei. Ich glaube, Fischei ist jetzt wieder so... Keine Ahnung, was Fischei ist. Huh. Also kann man jetzt hier, ich würde sagen, über das normale Screen-Format und den Mono-Button sich einfach cool Fotos angucken. Was habe ich hier noch? Ja, mein Logo. Oder man kann auch über Kanal-Videos kann man sich hier und auch in der Endlosschleife sich Videos angucken. Ich muss eigentlich immer nur... Warte, ihr macht ja Standard immer Left, Right und Screen. Das ist ein bisschen groß. Schade, dass man hier nicht noch Curved einstellen kann. Was ich schon gesehen habe, so Videos, die ich vom Telefon aus gemacht habe, die vom Datentyp .mov sind, die lässt er nicht. Die spielt er nicht ab. Aber alles, was MP4 ist oder MKV oder so, das spielt er scheinbar. In dem Fall jetzt mein Kanaltrailer. Genug, reicht auch. So, geschlossen. So, wir sind über 12 Minuten. Ich glaube, dass das jetzt auch erstmal... Na, kommt hier was? Wo sind meine Controller? Genau. Ich glaube, das sollte es auch erstmal gewesen sein. Also... Ja, coole Möglichkeiten auf jeden Fall. Also ich habe, wie gesagt, die Möglichkeit, auf den Desktop zuzugreifen und einfach nur meine normalen Nicht-VR-Spiele zu spielen. Ich kann die dann halt auf dem großen Monitor spielen. Ich kann über die SteamVR und den Media Player auf Fotos und Videos zugreifen und mir die anschauen. Und kann über die Steam-Bibliothek und diesen SteamVR-Modus auch direkt meine Bibliothek und meine Spiele verwalten und die zocken. Und genau, oder halt einfach im SteamVR im Home-Modus chillen und mit Freunden interagieren und Fotos machen und Videos machen und was nicht alles. Ja, würde ich sagen, reicht erstmal. Finde ich cool. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Und ja, gebt mir ein paar Kommentare, ich bin gespannt. Oder wir treffen uns mal in der Steam-Umgebung. Tschüss!